mal an, wen wir da haben. Aber Sandel? Sandel alleine? Sandel? Verzauberung? Ihr seid von Leichen der dunklen Brut umgeben. Was ist hier geschehen? Verzauberung! Das ist... Habe ich gerade ein Elixier genommen? Ich bin verwirrt. Einzigartiger Gegenstandseffekt. Warum ist dann unser Hund nicht da? Wo ist unser Hund? Schweinerei, ich kann unseren Hund nicht rufen. Warum? Ich versuche es nochmal. Ich gebe nicht auf. Erhaltene Gegenstände. Verdammt. Nein, wir müssen ohne Hund weiter. Das ist nicht gut. Warum machen wir eigentlich so einen riesen Schlenker? Ich meine, hier sind doch auch Straßen, oder nicht? Ach so, das ist die große Straße. Okay, gut. Wir gehen die große Straße. Wir mögen offensichtlich keine Seitengassen. Hoch. Okay, vielleicht sollten wir nochmal Leute rufen. Redcliffe-Leute. Und da sind Drachen. Einer. Gut, dass wir alle zu den gleichen gehen, die nichts vertragen. Win, du solltest vielleicht, ich weiß nicht, so ein bisschen hier hingehen. Drachenknecht. Reagiert nicht wirklich auf Betäubung, wir können auch nicht hinter ihn. Dann auf die nicht ganz so nette Tour. Könntet ihr, ich weiß ja nicht, Orgren und so? Ihr könntet vielleicht eher nach da hinten gehen, oder? Ich meine, den Drachen kriege ich jetzt auch noch hin. Okay, der ist tot. Dann machen wir hier mal die Kleinen weg. Es geht ja recht flott. Dann haben wir hier wieder diese mistigen Kreischer. Also das sind wirklich... Lasst mich mal durch, Leute. Na, irgendwie. Irgendwie. Erstens ruckelt es und zweitens kann ich nicht angreifen. Was ist denn... Was ist denn los? Ach, da ist schon wieder so ein Vieh. Und Win hat schon wieder kein Lyrium. Das ist unfassbar. Win, du hast echt ein Mana-Problem. Wo will der denn jetzt hin? Das gibt's nicht. So viel Chaos. Aber das wäre tatsächlich ein Spaß, oder? Wenn man sich nicht um die Generäle kümmert. Gut, ich hätte jetzt keinen Weg gesehen, wie man sich nicht um die Generäle kümmern kann, aber wenn diese Generäle dann im Endkampf mit dazu kommen würden. Shade ist schon wieder tot. Ach, Wuffy, nicht mit ihm spielen. Paar Gegner, die jetzt noch übrig sind. Und von den Menschen... Von den Menschen sind viele gestorben. Das ist... Was tut der denn auch? Er dreht ihm den Rücken zu und lässt sich kloppen? Wo hast du denn deine Ausbildung gemacht? Und dann schlägst du mit den Fäusten zu. Das kann ja nichts werden. Wirklich. Drachenknecht. Natürlich. Hat ein Gold bei sich. Ein Gold, genau. Ja gut, es war ja ein Gold. Noch ein Drachenknecht. Bundumschlag. Bundumschlag. Amethyst. Dürfte ich vielleicht? Dankeschön. Das ist sehr freundlich. Wir speichern nochmal und weiter geht's. Dahin, wo es brennt. Sehr schön. Warum brennt es da drin eigentlich? Ich meine, der Drache war ja eher oben beschäftigt. Also, wer hat denn da drin Feuer gemacht? Oder ist da drin so viel dunkle Brut unterwegs? Ich hoffe nicht. Wir müssen uns jetzt den ganzen Weg den Turm da hochkämpfen. Erfolg freigeschaltet, Verteidiger. Hier sind alle tot. Super. Gut, die Festung kennen wir ja schon. Liegen da auch noch ein paar Leichen rum, die wir hinterlassen haben. Wie ihr meint. Kurz Bogen. Uninteressant.
Okay, ganz kurz. Warum ist das nicht aufgedeckt, obwohl wir diese Festung eigentlich kennen? Hier sind so viele Tote. Bücherstapel. Ja, lesen wir noch eine Runde? Nein, leeres Pergament. Okay, ich wollte gerade sagen, ja, lass die Schlacht mal toben und wir lesen ein Ründchen. Das wäre jetzt tatsächlich zum Runterkommen gar nicht so schlecht, nach dem Getümmel, das wir da draußen hatten. Noch ein Bücherstapel. Noch ein leeres Pergament. Das sind auf jeden Fall sinnvolle Sachen, die man auf einem Bücherstapel... Oh nein. Auf einem Bücherstapel lagert. Gehe ich in die richtige Richtung? Ich gehe in die richtige Richtung. Hier hat ein Riesen... Kampf getobt. Dämonen! Wir müssen nach hinten durch. Gebt nichts auf die kleinen Dinger. Ich möchte die ganze Zeit meinen Hund auch kommandieren, aber das kann ich ja nicht. Wir müssen auf den da gehen, der uns gerade verflucht hat. Mit Gift. Und betäuben. Wo ist er hin? Ist das sein Ernst? Okay, dann müssen wir uns vielleicht doch ein bisschen hier um die Kleinen kümmern. Wow, die Kleinen sind gar nicht so klein vom Vertragen her. Aber das Problem ist, man sieht hier fast nichts. Weil hier so viele Geister rumschwirren. Dämonen. Dämonen und Geister, alles dasselbe. Wir sterben. Nein! Oh nein! Win, du hast schon wieder keinen Mana. Du musst aber, weil... Wo genau lagen wir nochmal? Da. Win muss uns aufheben. Er beschwert sich halt die... Also, er beschwert sich echt. Ja, er geht halt die ganze Zeit irgendwo hin. Da ist er. So. Kann ja nicht sein hier. Wirklich. Wir müssen das jetzt ignorieren. Wir müssen ganz dringend... Oh, da ist... Unser Hund ist da. Aber warum steht denn unser Hund jetzt neben Shale? Bin ich jetzt total geiler? Was? Hat Shale jetzt unseren Hund übernommen? Win, du wirst sterben. Ist dir das bewusst? Los, hauch dein Leben aus. Ja, endlich. Das ist ein Ende für ihn, das ihm gebührt. Ach, herrje. Die Kämpfe hier sind ganz schön knackig. Ach, jetzt ist unser Hund wieder bei uns. Was? Ich versuche es einfach gar nicht mehr zu verstehen. Es, Dragon Age gemoddet ist ein Mysterium. Na, diese Treppen immer. Okay, hier ist eine Kiste. Kann man aber nicht looten. Das ist eine Art Falle. Ja, nun, nicht nur eine Art. Ja. Haben wir sie entschärft, ja. Das Problem ist von der anderen Seite auch. Und er läuft weg. Das ist nämlich nicht so gut. Nochmal einmal. Win! Nein! Win! Komm zurück. Bist du verrückt, da alleine reinzulaufen? Das lässt du mal schön bleiben. Oh, hat er die Gegner auch getötet? Win! Nicht sterben! Nicht! Nein! Unsere Heilerin ist tot! Ich kann keine Hilfe leisten. Ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Wir werden sterben. Wir sind tot. Ja. Er wird jetzt wahrscheinlich auch gleich tot sein. Okay, das müssen wir nochmal mit Gefühl. Vielleicht sollten wir die versuchen, zu uns zu locken eher. In unseren kleinen Gang. Als dass wir uns nach links und rechts aufteilen. Das ist definitiv viel zu viel. Aber es ist doch Wahnsinn, was hier für Armeen sind. Also dafür, dass man an sich nur eine Vierergruppe ist, hetzen die einem hier ja riesige Armeen auf den Hals. Okay, gut. Wir machen das so, dass wir die versuchen, in den Gang reinzulocken.
In der Hoffnung. Na, diese Treppe. Hier gab es ja nicht wirklich was Spannendes. Das heißt, ihr müsst mal hier warten. Ja. Und ich versuche, die Falle zu entschärfen, die ich jetzt wieder nicht entschärft bekomme. Die Leute anzulocken. Immer dieser Befehlston. Au. Huch. Und da, glaube ich, verabschiedet sich das Spiel wieder. Wir sehen uns nachher im kleinen Schnitt wieder. Bis gleich. So. Da sind wir wieder nach einem kleinen Schnitt, den ich hoffentlich wieder nicht vergessen habe. Heute ist auf jeden Fall der Wurm drin. Oh, ich muss nochmal zurück mit den Leuten. Kommt zurück. Hallo? Kommt zurück. So, ihr müsst... Ich bin mir gerade sogar nicht sicher, ob es sogar hier besser wäre irgendwie. Und wir die anlocken. So, der dürfte mich jetzt eigentlich natürlich durch die Wand treffen, ist klar. So, und wir warten jetzt hier um die Ecke. Genau. Jetzt haben wir nämlich den Dicken hier. Den wir direkt mal markieren. Und weg ist er. Zumindest der eine. Da ist immer noch die Falle. Da sind immer noch so viele Gegner. Das ist nicht gut. Ist denn da auch noch ein Magier dabei? Immer ein Mehrfachschlag. Oh, sind das viele. Wahnsinn. Und was ist das? Aber der Magier ist tot, das merkt man. Also, der war das, der so einen wahnsinnigen Schaden gemacht hat. Hier liegt so eine blöde Suppe am Boden. Das war wahrscheinlich die Falle, nehme ich an. Leichnamgalle. Sammeln wir das immer noch? Juhu. Ja. Unbedingt möchte ich sowas mit zum Endkampf nehmen. Dann bewerfen wir den Erzdämon einfach. Natürlich. Mit Galle. Ja. Das ist ein Plan. Wie ihr meint. Wir vernebeln ihm die Sicht. Mit Galle seiner beschworenen dunklen Brut. Wobei das hier ist ja gar keine dunkle Brut. Das sind ja zornige Tote. Das heißt, die hat ja eigentlich jemand anders beschworen, oder? Zornige Tote? Andererseits, zornige Tote wurden von dunkler Brut... von dunklen Brutmagiern beschworen. Also eigentlich bleibt sich gleich. Kleiner metallener Rundschild bringt uns nicht wirklich was. Wir müssen dringend irgendwie, glaube ich, Lyriumtränke organisieren. Sollten wir hier nochmal handeln können irgendwie. Ich glaube, das ging kurz vor dem Endkampf ging das nochmal. Das wäre wirklich notwendig. Okay, hier ist Sackgasse. Hier liegen ganz viele Wuffis rum. Wuffi, guck nicht hin. Das macht dich nur traurig. Das macht mich auch traurig. Hatte ich den hier schon? Nein. Hier ist, glaube ich, nicht wirklich was Spannendes drin. Außer noch mehr. Weil wir gerade von Handeln sprechen. Guck mal an, wen wir da haben. Aber Sandel? Sandel alleine? Sandel? Verzauberung? Ihr seid von Leichen der dunklen Brut umgeben. Was ist hier geschehen? Verzauberung! Das ist... Nein, ich möchte eigentlich nicht verzaubern. Ich möchte... Verzauberung? Handeln? Oh, ihr handelt auch. Das ist... Können wir ihn über den Tisch ziehen? Nein, natürlich machen wir das nicht. Das ist... Ich verkaufe den jetzt einfach. Statt der dunklen Brut können wir, glaube ich, auch verkaufen. 4 Geschicklichkeit, 6 Angriff, Elektrizitätsschaden. Da müsste ich mal ganz kurz gucken. Bei Shale. Konstitution, eigentlich uninteressant. Grey Warden, Duncans Schwert. Axt der Vashott. Ist eigentlich auch uninteressant. Verderbtheit, Kaelins Helm, Seidene. Uninteressant für Resistenz. Plus 12 Verteidigung für Magier. Lederstiefel. Dragoleder. Diese Dragolederrüstung war ja... Das war eine Enttäuschung. Lebenstrinker.
So, genau, hier würde ich jetzt ganz gerne mal gucken. Mächtiger Wundumschlag. Ich meine, wir brauchen jetzt eigentlich eh kein Geld mehr, deswegen werde ich jetzt einfach alles aufkaufen, was uns an sich hier was bringen kann. Also alles an Lyrium. Und alles an... Wow, das ist echt teuer. Genau, und das war's dann eigentlich schon. Aber das zumindest. Und dann werde ich jetzt hier mal ganz kurz fest speichern und da... Ja, rein theoretisch Endkampf, aber ich nehme mal meinen Speicherpunkt, weil ich überschreibe das eigentlich ungern dann in der Aufnahme. Genau, und dann gehen wir weiter. Es würde mich zwar immer noch interessieren, warum hier so viele Tote liegen und warum er mit dunkler Blut bespritzt ist. Dunkler Blut bespritzt ist? Mit Blut bespritzt ist, das wollte ich eigentlich sagen. Sehr. Ich bin heute durch. Gestern, also für mich, in der heutigen Aufnahmesession, war gestern Silvester. Da darf man durch sein. Wundumschlag. Tiefenpilz. Wundumschlag. Okay, wir könnten hier in einen Nebengang. Wollen wir hier in die Nebengänge? Ist das ein Labyrinth? Bitte nicht. Ich hasse Labyrinth. Labyrinthe? Was ist die Mehrzahl von Labyrinth? Labyrinths? Labyrinthe? Ich habe keine Ahnung. Ist das überhaupt ein Labyrinth? Sieht ein bisschen so aus. Schwache Verletzungsausrüstung. Hier ein Bett mit Badewanne direkt nebenan und Kräutertöpfchen. Und noch ein Bett. Und eine größere Badewanne. Ist das hier die Luxusabteilung dieses Anwesens? Okay, ich hab absolut keine Ahnung. Aber das hier sieht gut aus, glaube ich, dieser Weg. Hallo. Haben wir hier irgendwas Dickes? Gelb, gelb, gelb. Gut. Haben wir hier irgendwas Normales? Wie ihr meint. So, markieren. Sind die alle gelb? Aber mit diesem Wirbel-Dings treffen wir ja alle, oder? Also, mehrere Gegner. Genau. Okay, die sind fast witzlos gegen den Magierkampf, den wir gerade hatten. Der war eher nicht so schön. So, ich muss auch einmal ein bisschen auf die Uhr gucken. Da ich heute wieder ein bisschen in Stress bin, da ich an Silvester und so weiter und die Tage davor nicht wirklich viel aufnehmen konnte. Muss ich heute ein bisschen gucken. Sollen wir da unten noch in den kleinen Raum gehen? Meint ihr, das lohnt sich? Versuche ich, dem Endkampf aus dem Weg zu gehen und Zeit hinauszuzögern? Vielleicht. Ein bisschen. Hat sich auf jeden Fall voll gelohnt, dass wir da unten reingegangen sind. Aber es hätte ja sein können, dass es da ultimativen Glitzer-Special-Loot gegeben hätte. Sollen wir nicht lieber hier lang gehen? Aber ich sehe hier nirgendwo... Ach, rote Punkte. Ich wollte mich gerade beschweren, dass ich nicht genügend rote Punkte sehe. Wie viele Rüstungen haben die denn hier rumstehen? Hi. Erschießungskommando. Und hier können wir unsere Verstärkung nicht mehr rufen. Das finde ich ein bisschen bitter, ehrlich gesagt. Das hier sind keine One-Hit-Gegner mehr. Wie ihr meint. Gibt es hier irgendwo was Gelbes? Ja, da ist einer. Ich hab einen Pfeil in der Schulter. Das ist so laut. Ist erledigt. Na. Fragen wir das die Feinde wirklich, ob sie wirklich sterben wollen? Geben wir ihnen die Chance, wegzulaufen? Dunkler Brut? Im Leben nicht. Sehr schön. Warum sollten wir? Wir speichern. Nach der Crash-Session, die wir hier haben, sind wir hier in einer Sackgasse. Wo genau müssen wir eigentlich hin? Nach unten?
Toll. Gut, dass wir hier reingegangen sind. Hat sich voll gelohnt. Okay, dann versuchen wir... Was ist das? Huch. Nach unten zu kommen. Wir stehen eigentlich schon in der Falle. Gemlock, oh nein, was ist das? Shale. Da ist was ganz Dickes. So, jetzt... Wir machen erstmal kurz den Kleinen weg. So, dann gehen wir auf ihn. Markieren. Bisschen Gift. Kritische Treffer. So, und dann noch ein paar Hexenangriffe und Shale ist down. Genau in dem Moment, wo alle anderen tot sind. Hund, du bist gerade in eine Falle gelaufen. Gut. Das war fies. Seelenfresserbombe. So, Räufläschchen. Eiserner Ring. Ach ja. Also die Kämpfe hier sind gar nicht so ohne, aber er ist jetzt... Er, sag ich immer, sie, ist jetzt Gesundheitsregeneration. Win? Was ist denn hier? Warum ist denn die Aura? Müssen die dann gleich wieder anwerfen? In der Hoffnung, dass ich es nicht vergesse. Erinnert mich dran, dass ich die Aura gleich wieder anwerfe. Es wird gespeichert. Vielleicht sollten wir dann lieber warten, bis wir die Aura wieder anschmeißen können. Damit wir die Verletzung von Shale runternehmen. Aber ich finde wirklich, diese... Also sie hätte auch durchaus ein grauer Wächter werden können. Ein grauer Wächtermagier. Ich finde, die Rüstung steht ihr hervorragend. Ogren eigentlich auch. Eigentlich steht graue Wächterrüstung jedem, oder? Graue Wächterrüstung ist schon schick. Wobei, es ist die graue Wächterrüstung aus dem zweiten oder dritten Teil. Ich weiß es immer nicht. Ich vergesse es immer. Ich weiß nicht, irgendeine Mod habe ich ja installiert, die diese Rüstung aus dem ersten Teil eben komplett verändert, weil ich die aus dem zweiten oder aus dem dritten Teil, was ich jetzt gerade nicht mehr weiß, besser finde.